Alright, Freunde, wir gucken Saschas Video. Sascha hat eine neue, wie sagt man das, Serie gestartet. Ich glaube, es sind 5, 6 Folgen oder so. Und er war in verschiedenen Ländern und wusste aber nie, wo es hingeht und welchen Job er da ausführt. Und er musste aber halt immer irgendwas machen. Chat meint, es ist sehr, sehr geil. Er hat mich da auch eingeladen. Ich wäre da vielleicht auch bei einer Folge dabei gewesen. Ich habe da aber abgesagt, weil ich ein Knecht bin. Ja, vielleicht hätte ich zusagen sollen. Aber irgendwie dachte ich in meinem Kopf, so 3 Tage Stream dafür droppen ist nicht so smart. Ah, vielleicht hätte ich es machen sollen. I don't know. Ja, aber ich bin sehr gespannt. Chat meint, es ist geil. Ich freue mich. Let's go. Es gibt nichts, worauf ich mich weniger gefreut habe, als euch beide wiederzusehen. Wirklich nichts. Warum talentfrei? Stellt euch mal vor, ihr sagt zu einem Projekt zu, ihr macht 6 Länder, 6 Jobs, von denen ihr keine Ahnung habt, welche es überhaupt werden. Barcelona, Berlin, Brandenburg. Wir sind irgendwo in Riga. Ihr wisst nicht, wohin es geht, ihr wisst nicht, was ihr packen müsst. Berlin, Brandenburg ist wild. My shoes are fine, right? No. Ihr habt von nichts eine Ahnung. Dann kommen 2 Idioten zu euch nach Hause. Ihr kennt die nicht mal persönlich. Der mag hier Sachen packen. Ein Tag zu früh. Nein, wir fliegen nicht heute. Verarschen euch. 2 Stunden ist Boarding. Ihr wolltet nicht mal, dass ich dusche an dem Tag. Und jetzt kann ich halt sagen, ja, ich habe Berufserfahrung in 6 verschiedenen Jobs. Digga, Sascha, also, Anzug, fresh. Komplett in der Scheiße. Tote Ratten, aufgedunsen wie Ballons. Ne, da hat nur gefehlt, dass du drauf tippst und die explodieren. Einer von euch beiden, der wird eine Revanche bekommen. Last call for the passenger Sascha Hellinger. Please come to your gate immediately. Okay, ich bin sehr gespannt, bis jetzt sehr geil. Also ich glaube, er wird einfach abgeholt, er weiß gar nichts und dann fährt er irgendwo hin. Ich glaube, das ist das Konzept, basically. Also sag mal, auf welche Länder hättest du Bock? Ich habe schon mal 8 Boxershorts. Ja, Italien wäre irre, Spanien wäre irre. Weißt du was? Alter, frisches Hemd! 9 Boxershorts, jetzt kommst du. Alles in die Richtung wäre irre, oder nicht? Das habe ich auch. Wir brauchen jetzt 9 Boxershorts für 6 Tage. 9 Boxershorts für 6 Tage, kennt jeder. Das ist die Faustregel, so, man weiß nie, was falsch läuft. Kann ja auch sein. Bruder, immer eine mehr mitnehmen als Tage sind, mindestens. Smarter Take. Nein, dass du an einem Tag. Ich hatte schon alles gepackt, ja. Der Koffer war gepackt, der war ready für die Tage. Eine Sache, die essentiell sein soll für irgendeinen Beruf, hat noch gefehlt. Das waren Schuhe. Das wäre jetzt hier die Schuhabteilung, also sowohl ja. Socken, Schuhe und so weiter. Wir haben viele unterschiedliche Schuhe. Kategorie D, Steigeisenfest, leichte Hiking, Trailrunning. Es gibt so ein bisschen Joko und Klaas gerade, finde ich. Okay, das ist ja die Frage, was brauchst du? Das ist die beste Frage. Ich weiß es nicht. Schuh, der so ein Allrounder vielleicht ist. Ein Allrounder, Kategorie B zum Beispiel, wäre so ein Meindl hier. Okay. Wäre eine Idee. Ja. Da sind wir Junge, fresh! Da bist du halt dann schon über die 200 Euro. 289 Euro. Ja. Ich glaube, wir YouTuber und Streamer denken ja, teure Schuhe, da gehen wir schon in die Richtung Nikes. Bruder, ist das dumm. Bruder, ich wollte kurz einfach nur meine Kamera rechts unten hin machen. Jetzt habe ich Wasser auf meiner Tastatur, Bro. Oh mein Gott, ist das kacke. Und Dunks und keine Ahnung, Jordans. Aber wenn man richtig, richtig viel Geld für Schuhe ausgeben will, dann muss man zu dem Plug Julian. Der hat die teuren Dinger. Kann man bei euch theoretisch als Influencer auch mit... Nein, er fragt jetzt nicht, ob er mit Story bezahlen kann, oder? Instagram-Stories zahlen. Oh mein Gott, Jesus Christus. Nee. Ist der Schuh gut? Ja. Ja? Ja. Wenn du dich gut drin fühlst und die Passform okay ist. Bro, man kann im Globetrotter kann man testen, ob man mit den Schuhen klettern kann. Ist dann gar kein Thema. Ah gut, das würde jetzt nicht mein Job sein. So irgendwo. Oh mein Gott. Nutzt das? Der Schuh passt. Alles, was in dieser Dose ist, ist hier nochmal ausgestellt. Eine Rasierklinge. Digga, Cellulose is wild einfach. Eine Trillerpfeife, Streichhölzer. Ein Stück Gaffertape, Angelschnur. Multitool. Flashback. Julian, krasser Charakter. Der ist mir so im Kopf hängen geblieben. Ich hoffe, dem geht's gut. Der ist bestimmt jetzt gerade auch in dem Moment irgendwo campen. 100%. Nicht weit außerhalb von Stuttgart. Ich glaube, auch ab und zu campt der einfach mal Schlossplatz oder so. Kann ich mir vorstellen, dass er da ein Zelt aufschlägt. Aber geiler Typ. Steht auch alles hinten drauf. Deutsche Rumatra, so ja. Muss ich ehrlich sagen. Trinkflasche, Survival Kit, Knicklicht. Fertig. Lass zahlen gehen. Flossen werde ich da jetzt nicht brauchen. Nö, Quatsch. Wir haben ja nicht nur eine Station. Ja. Ja, die Schuhe werde ich bestimmt. Ja,
Stimmt, mit den Schuhen wandere ich einfach über die Berge an den Gardasee und gehe damit Flossen schwimmen. Danke, Marc. Danke für den Spoiler. Nein, das war das Intro. Jetzt geht's los, Chat. Was machen extrem witzige Menschen? Dich zum Flughafen fahren lassen, um dann dir zu sagen, dass du... Boah, das ist scheiße. ...an dem Tag nicht fliegst. Also wenn es ein Joke ist, der kommt bei mir nicht an, ne? Dann stellt man da einem noch dumme Fragen. Kunst oder Industrie? Kunst. Für einen Praktikumsplatz, den man noch suchen muss. Guten Tag, Sascha Hellinger hier. Ich bin momentan arbeitssuchend. Der aber dann eh schon abgeklärt wurde. Ja, also wir sind heute zwar mitten in der Auktion, ja. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich finde, das habt ihr wahnsinnig schlecht gemacht übrigens. Auch das Bild, wo du das Handy umdrehst mit, yo, dein Beruf heute ist Auktionator. Ja, das war richtig schlecht. Richtig schlecht. Deswegen haben wir es rausgeschnitten. Nein. Das war so schlecht von euch. Also eine Kamera geht heute flöten, wenn ich das mache, ich sag's euch. Seht ihr die Kamera? Wir fangen an bei 100 Euro. 150 Euro zum Ersten. Ich bin sehr gespannt, wie Sascha sich macht als Auktionär. Das ist Ding einfach für 150 Euro. Und ich lade noch Freunde von mir ein, die auf jeden Fall das Ding nach... Aber starke Produktion, ehrlich, ja, sehr geil. Nach oben sehr fallen. Geil gemacht bis jetzt. Auch die Aufnahmen weg, dann haben alle schlechte Laune. Wie ist die Adresse? Ihr wisst es ja. Der Akinator. Bro, das ist was anderes. Digga, ich wollte immer mal zu so einer Auktion hin. Irgendwie voll cool, oder? Einfach so reinbrüllen. Ja, 210! Und dann ist irgend so ein Hurensohn, der 230 macht. Und du sagst einfach 240. Stell ich mir irgendwie mega funny vor. Grüß dich. Sascha Hellinger, hi. Christophe Bouillon. Hallo. Wie? Christophe Bouillon. Christophe? Bouillon. Geboren wo? Ich kann mir vorstellen, durch das Video hinweg sind wir vielleicht nicht unbedingt auf einer Wellenlänge gewesen. Hast du denn schon Erfahrungen mit Auktionen? Nee, ich habe nur Erfahrungen mit Geld aus der Tasche ziehen. Ja, ich habe so ein paar Freunde, die halt so taschendiebemäßig sind im Internet. Marc Gebauer zum Beispiel, der verkauft Uhren. Jetzt in so einem seriösen Bereich, sage ich mal tatsächlich. Es vibet gar nicht. Es ist ungefähr so derselbe Vibe zwischen Joey und Jan gewesen. Ja, also wir sind halt wirklich seriös. Wir zählen halt zu den größten und renommiertesten Auktionshäusern in Deutschland. Also ja. Hab Respekt. In den letzten Tagen ist hier Kunst für schätzungsweise 2,7, 2,8 Millionen Euro verkauft. Holy shit. 2,8 Millionen. Das ist ein normaler Mittwoch für Monte. Obenrum könnte ich vielleicht Holy Praktikum shit. Machen. Untenrum sieht es aus, als ob ihr einen Rohrbruch hattet. Geh okay, jetzt kurz springen. Das ist ja schon. Ja, also was hat sich Sascha gedacht bei der Kombo zwischen Hemd und Hose, Digga? Da saßen... Und Hemd auch nicht gebügelt, Junge. Klassiker. Sechs Leute, darunter ein Bro, Junge, der jeden Tag da ist und alles mitschreibt, aber nie was ersteigert. Aber er meinte, die streamen vor tausenden Menschen anscheinend. Also tausende Menschen weltweit ersteigern da von Porzellan bis Ritterhelm. Ja, oder Knossi halt so ein komisches Snowboard da. So ein Hoverboard. Wäre meine Mutter oder meine Oma hier, wäre das Set weg. Das kann ich Ihnen garantieren. Ich würde auf jeden Fall hier zuschlagen. Das ist ja ein wahnsinnig schönes Set. Es vibet überhaupt nicht, Digga. Bist du bereit für 12 Creator mit viel zu schnellen Fahrzeugen? Er ist nicht bereit. Motor Games, 4. Februar, live auf Join. 30 Euro. Ihr checkt gar nicht, was du schon laberst. Das war hier bei Ikea mehr. Ja, ja. Sieht auch schön aus. Ja, das ist süß. Ich würde mich echt gerne registrieren, tatsächlich. Ich kaufe meiner Mutter jetzt ein Weihnachtsgeschenk. Berufsbezeichnung, ist es für Sie wichtig? Nicht zwangsläufig. Der Schrank, der hier steht, geht der auch noch weg? Der ist schon verkauft. 3.000, wenn ich es noch im Kopf habe. Gut. Gut, dann ist es auch nicht schlimm. Ich kann die ganze Aktion mit einem Wort beschreiben, dumm. Ich habe dieses Schild bekommen, ich habe mich registriert, ich habe mich hingesetzt. Es wurden 4 Vasen präsentiert am Anfang, direkt hochgehalten, gekauft. 460, 400 Euro aktuell. Sind wir schriftlich vorgeworden. Zum Ersten. 450. Wie viel? Was? Im Saal. 10% Schritte. Zum Ersten. Oh. Zum Zweiten. Sind ja 4 Vasen. 450 Euro. Zum Hat ihr das geguckt? Ich bin Christoph durch den Katalog gegangen, was noch so kommt. Ach, an dem Tag. Herrlich. Hab 2 Figuren gesehen, 2 Chinesen
Und da musste ich an Marcel denken. Und die wollte ich unbedingt haben als Geschenk für ihn. Es gab nur ein Problem. Ich glaube, jemand wollte die auch sehr, sehr gerne haben. Und dann gab es ein kleines Duell. 120, 130, 130, 140, 150, 160, 170. Bis für Monte. 200. Was war der 10%-Schritte? Selbe Frisur finde ich stark. Bro, selbe Frisur ist wild. 300. 330. 330 aktuell. Alles im Saal. 330. Digga! 360 Euro. Die, wie immer so glücklich rübernickt. Marcel, wenn du das siehst. Marcel, wenn du siehst, ist es für dich. Der war aber auch sehr interessiert, der Mann. Der war wirklich einfach sehr interessiert. Hat der mich jetzt hochgetrieben? Interessiert. Der hat dich gar nicht wahrgenommen. Gänsehaut. Eine Frage. Sind Sie zufällig interessiert an vier Zierbasen? Sie waren nicht interessiert. 1050 Euro sind weg. Das ist mein Highlight. Das ist wirklich mein Highlight. Dann darfst du es verpacken. Okay. Marsch und ich haben uns jetzt unser erstes Bild gekauft, Chat. Wir haben endlich ein Bild und es ist aktuell auf dem Klo. Ich kann es nicht fassen. Wir haben es getan. Auf der Toilette, Bro. Let's go. Aber nur vorübergehend. Also ich mache einfach mal, ja? Zeig, nee, dann sagt ihr, wie scheiße ihr das findet und so. Das möchte ich nicht. Nee, ist mir peinlich. Also das. Das bleibt für immer da. Ja, komm, ich zeig's euch. Ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat. Ich glaube, ein Huni oder so. Also ich finde es ganz geil eigentlich. Aber es ist halt Geschmackssache, ne? Aber ich fand es ganz cool, als ich es gesehen habe. Ich find's fresh. Mit dem Rahmen. In weiß. Finde ich sehr nice. Minus 100. Ey, ist fresh. Jetzt nach meinem Bauchgefühl. Verpackt. Naja. Hä? Mehr kann man ja aus dem Papier nicht rausholen, oder? Christoph, wenn du das siehst. Oh Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Tut mir wahnsinnig leid. Es war nicht so gut verpackt. Aber ich glaube, mit ein bisschen Sekundenkleber. Ey, wenn ich jetzt ihr Sohn wäre zu Weihnachten, da ist ja richtig was los. Da packe ich ja erstmal eine halbe Stunde aus. War nur die Leiter. Sorry. Weiß man, ist es Kerzenwachs? Ja. Das sieht auch schon wirklich sehr cool aus. Aber es war schön. Bro, irgendwie komisch. Ich wollte jetzt bei jemandem zu Hause, der hat so eine Ritterrüstung im Wohnzimmer stehen, Junge. So wie bei Barney Stinson, dieser Stormtrooper. Bisschen komisch irgendwie. Weiß ich nicht, Digga. Ja? Übel geil. Nee, I don't know, Bro. Finde ich wild. Guck mal. Ja, Wahnsinn. Ja, moin. Au. Och, jetzt sei nicht so zimperlich. Entschuldigung. Den Kopfschmuck, den du jetzt auf. Ritter, so dumm, Bro. Wie willst du mit der Scheiße fighten, Junge? Passt. Den habe ich vor 2 Tagen für 40.000 Euro zugeschlagen. Oh ja, moin. 40.000 Euro für diesen Helm. Also den mache ich dir, ich jetzt nicht, aber den kann dir irgendeiner machen für bestimmt 20 Euro. Irgendein, wie nennt man das? Werkzeugmechaniker? Irgendeiner, der Blech in der Firma hat? Mach lieber weiter. Ja, top. Ich habe da 3 Menschen. Das war meine Lieblingsaufgabe. Sir Unsympathisch von Stuttgart. Gabel? Nee, 4 sogar. Bilder einschätzen. Mit einem Hund. Mit Preisen 200 Euro. Um ein bisschen was darüber zu erzählen. Und für jemanden wie mich, der nur Maus und Tastatur kennt, war das natürlich. Also, wenn es jemand kann, dann ich. Ich würde es vorsichtig, vielleicht ein Limit von 20. 1000, Schätzung von 30 bis 40.000. Solche Bilder gehen aber zum Teil bis zu weit über 100.000 Euro. Ja, gut. 200 oder 20.000, dass man da mal ein paar Nullen weglässt, ist für manche Freunde von mir völlig normal. Steuererklärung von Lazzo ist bestimmt schon mal vorgekommen. Auf den ersten Blick wirkt es wie Wasserfarbe. Was für er meint mich?
Was meint ihr? Was meint ihr mit mir? 200 oder 20.000, dass man da mal ein paar Nullen weglässt, ist für manche Freunde von mir völlig normal. Ja, wahrscheinlich bin ich damit gemeint, oder? Steuererklärung von Lazzo ist bestimmt schon mal vorgekommen. Auf den ersten Blick wirkt es wie Wasserfarbe. Wieder gut, ja. Mehrere Farben dabei, rot, gelb, schwarz, blau. Ja, das ist, als wenn du als Viertklässler irgendwas erklären musst, dann beschreibst du einfach Farben, die du siehst. Was soll ich denn sonst beschreiben? Emotionen, die ich habe. Also es ist ein sehr emotionales Bild. Wer auch immer das gemalt hat, finde ich, vieles durchgemacht, glaube ich, währenddessen. 800 Euro. Ernst Wilhelm Ney. Das klingt schon sehr ernst. Wie ja, er das, den Namen das klingt teuer. Weißt ja. du schon, das Bild, ja. teuer. 30.000 bis 40.000 Euro. Mit Bildern kann ich mich nicht so gut aus, aber dann kam mein Expertengebiet. Die Vasen. Diese Vase wird liegen bei circa... Boah, die sieht richtig teuer aus. Ich sag 1.000 Euro. 600 Euro. 1.000 Euro sag ich. Guckt euch nochmal diese Vase an und sagt mir jetzt sofort, wo ihr die einpreisen würdet. Boah, die sieht richtig schön aus, wow. Okay. Okay, ich sag 1.000. Also, ich war schon bei den Gemälden, kurz davor zu sagen, ich verlasse diesen Raum. 80 bis 120.000 Euro. Okay, ihr müsst euch vorstellen, vielleicht du da draußen läufst bei deiner Oma in die Wohnung rein und da steht eine Vase für 80.000 Euro. Und du Idiot sparst auf irgendeinen AMG. Zum Glück war ich nicht in der Auktion, als ich unten saß. Bis jetzt habe ich komplett reingeschissen. Dann kamen wir aber zu Uhren und da habe ich einen Joker. Kann ich hier Quarz, klar. Wirklich schöne Uhr. Wenn sich jemand mit Uhren auskennt, dann Marc Gebauer. Ey Junge, fuck nicht ab, Alter. Du kannst nicht schon wieder eine Uhr kaufen, Alter. Du hast doch schon Man ruft Marc an. Wer geht dran? Das allerletzte. Nico. Marc. Wie geht's einem meiner besten Kunden? Marc, wo würdest du so eine Uhr preislich sehen? Ja, ist es eine Gal B oder eine Santos? Sieht eine Santos aus. Ja. Ich schätze mal so um die 6 bis 8 zwischen. Okay, super. Ich gehe mit dem Preisvorschlag von Marc mit und ich sag, diese Uhr liegt so, wie sie ist, bei 7.500 Euro. Ja, man könnte glatt meinen, dass Marc es hauptberuflich macht, das mit den Uhren und so. Cartier. Ja. Oder nicht Cartier. Nein, es ist, die Uhr ist nicht original. Du bist super, es ist Cartier. Okay, oh, safe. Und Preis 7,5? Ja, okay. Ja, darf ich nochmal? Passt. Das ist ungelogen, kein Scherz. Marc war 2 Tage noch nach diesem Anruf sauer auf mich, weil er dachte, ich kaufe nicht bei ihm eine Uhr. Hab ich zwar auch, aber habe ich nicht. Nee, ich hätte daran erkennen müssen, dass die nur vierstellig war. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass der Fabio Straub gerade am Pult etwas schwächelt. Nein. Und abgelöst werden möchte. Worst case scenario. Ja, aber ich habe diese staatliche Berechtigung nicht. Ich dachte die ganze Zeit, hier, Berechtigung habe ich nicht, ich darf nicht ans Pult. Und dann sagt er, jetzt geht's runter. Ich darf das aber sozusagen an dich übertragen, wenn ich dabei bin. Nee. Gar keinen Bock. Okay, komm, wir gehen runter. Mit Livestream, Internet, 3 Plattformen, 3 Bildschirmen. Bist du auf einmal. Bro, stell dir vor, du willst einfach nur ein paar Bilder kaufen und ein paar Vasen, Junge. Und auf einmal steht da Sascha Herrlinger mit so einem komischen Hammer und macht die scheiß Auktion, Junge. Na moin. Nein, na super, nicht. Digga. Der Preis ist ja immer auf dem linken angezeigt, schon, oder? Für die 330 Euro. So. Damit. Digga, ich sag aber, das Bock mit diesem Hammer zu schlagen. Wird dir jetzt die Verantwortung. Sind wir mal gespannt, wie du dich schlägst. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du schon von Herrn Boyard eingeführt worden bist. Die Einführung war zu kurz einfach. Für jemanden, der keine Ahnung hat, war die Einführung echt nicht vorhanden. Ich hätte die beste Einweisung bekommen. Fühlst du dich also bereit, direkt loszulegen? Das sollte gleich reibungslos verlaufen. Ich glaube, wir werden eine gute Zeit haben. Ja, sehr gut. Ja, wirklich. Wirklich. Zahlen, ich habe alles gesehen. Ich glaube auch, dass ich die Menge unter Kontrolle habe. Es wird super. Sie ist großer Sascha Hellinger-Fan. Sie guckt jedes Tinder-Chats-Video, Bro. Sascha kommentiert Kommentare, Bro. Sie hat abonniert schon seit 6 Jahren. Sie hat schon Old Sascha gesehen, Bro. Der hier diese Morning-Routine gemacht hat, Bro. Da hat sie schon gesehen.
zu dem Zeitpunkt hatte ich auch keine Ahnung. Ich dachte, okay, jede Folge schon, Insta-Rapper so geguckt. Kann es nicht sein. Da sind ein paar Leute im Raum, ein paar Leute im Stream. Aber an sie der ist Seite, da, um Sascha zu ersteigern. Ja, Bro, sieh auf, dass Sascha gleich den Hilti-Koffer auspackt, den man ersteigern kann. Muss man drauf achten. Sind Leute am Telefon? Und passt und gleich Tedo auf, und Mond vor dir sind. Also, von Nico. Die streamen nicht nur auf einer Plattform, die sind wie die neueste Generation von Streamern, die sind überall live. Dann machen wir direkt weiter. Mit dem Lot 6332, da haben wir einen Ausrufpreis von 54 Euro. Mit 54 Euro würde ich gerne für dieses Objekt rein, Nummer 1102. 450 Euro sind geboten für 6332. Wir haben ein schriftliches Vorgebot. Wir haben ein schriftliches Gebot von 600 Euro. 600 Euro. Da ist die Dame dabei. 650 Euro. 650 Euro. 650 Euro für die 1102. 650 Euro habe ich. Haben wir noch was? Macht der gut, was macht der gut. Überbietet. 650 Euro zum ersten, zum zweiten und zum dritten verkauft an die 1102. Macht er gut. Er muss schneller reden, Bro. Er muss schneller reden. Er muss so machen wie diesen hier. Warte. On the first count here. He's got 55. Moment. Nee, falsch. Das hier ist der diesen Sonntag. Ah, ja. Oberhausen. Hier kommt der Bieter rein und dann immer mit Enter bestätigt. 650. So ungefähr? Genau, richtig. Team RP. Genau. Mit dem 1. 102, richtig? Richtig. 1102 war die Nummer. Super. Dann machen wir direkt weiter mit der Lotnummer 6 und dreimal die 3. Ging doch, oder? Ein bisschen ab und zu mal noch verloren geschaut, aber im Großen und Ganzen war das das erste Ding, was ich rausgehauen habe. Ich fand's gut. Bis jetzt. 100 Euro sind gefordert. 100 Euro. 100 Euro, niemand im Internet. Auch kein Gebot. Jo, chillig. 6043, 6340, 100 Euro. Ich glaube, die haben Sascha da aber auch wirklich die beschissensten Sachen gegeben, die keiner will, Bro. Auch niemand im Internet. Sind gefordert hier im Saal 100 Euro. Im Internet. Am Telefon. Wahnsinn. Alles klar. Bis jetzt waren wir so bei 100 Euro, 150 Euro, 160 Euro. Wenn ich da mal einen Fehler mache, mal falsch wo irgendwas eintippe, ist kein Problem. Aber bei dem nächsten Objekt, ich glaube, das wäre ein bisschen unentspannter gewesen. Lot Nummer 6341. Da haben wir gefordert 150 Euro. Schau mal. Jetzt wir sind los. Schon bei 800, 1000. Oh, wir haben 4 Telefone drauf. Oh Gott. Ja. Ja, den Betrag mitgeben. Okay. Im Internet haben wir 1.100 Euro, ich brauche 1.200 Euro, 1.900 Euro, 1.900 Euro. 2.000 Euro haben wir bereits. Das Bild sieht aber geil aus. 2.000 Euro, 2.200 Euro, 2.400 Euro, 2.500 Euro, richtig, 2.500 Euro, 2.600 Euro, 2.600 Euro habe ich im Beat mit, Kevin. Es ist ein verficktes VOD, Bro, was wir gucken. Saal. Das ist schon verkauft, leider. Oder im Internet noch ein höheres Angebot. 2.700 Euro. 2.800 Euro für Lot 6341. 2.900 Euro. 3.000 Euro. 3.300 Euro für den Herrn mit dem Jackett. Noch am Telefon 3.000. 3.300 Euro zum ersten. 3.600 Euro. Aus dem Internet 3.600 Euro. 3.600 Euro zum ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft. Sehr gut. Digga, easy, gut gehandelt, danke Bro. Für Ihre Zeit. Thank you for your time. Bye bye. Internationales Publikum, kann man sich auch mal auf Englisch bedanken für die gemeinsame Zeit. Dann vielen Dank nochmal. Ja, ich hab zu danken. Junge, thank you for your time, Alter. Als hätten die so bei seinem Twitch-Livestream eingeschaltet und ihm eine Stunde bei Formel 1 zugeguckt. Ja. Bro. Fabio, bis nächste Woche, ja? Wäre das was für die Zukunft? Ja, also in einer Woche bist du drin, ne? Habe ich Fabio. Ja. Kannst du ja bei der Stadt Stuttgart eine Versteigerer-Lizenz beantragen. Unbedingt, ja. Den Showteil hast du super gemacht. Ich habe euch gerade locker. Ja, finde ich auch. 5 Kunden versaut. Ja, das kann auch sein. Aber ich finde jetzt eigentlich ganz gut gemacht dafür, dass du das erste Mal gemacht hast, you know? Christoph, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, komme ich maßgeschneidert im Anzug bei dir rein mit der Lizenz und ich stehe ganz vorne mit dem Hammer. Geil, war das die erste Folge? Alles geht noch weiter.
Ich wusste, bei einem von euch beiden kann ich mich revanchieren, weil ihr seid bei mir zu Hause, ihr seid in meiner Stadt, ihr wolltet, dass ich im Hotel penne. Ich habe gesagt, nein, ich schlafe zu Hause und ich nehme noch einen von euch beiden mit, weil man kann ja bekanntlich freitagabends ganz gut rausgehen. In eine Bar und auch ein bisschen länger bleiben, weil ich wusste auch, frühmorgens geht's ja los. Wait, wo sind die gerade, Chat? Und man kann aber auch nüchtern bleiben. Und wenn man nüchtern bleibt, hat man ja morgens bekannterweise ein bisschen bessere Laune. Stuttgart immer noch? Ah, okay. Marc, morgen, 20 Minuten, wir müssen los. Hä? Ja, hast du gut gemacht, hast du wirklich gut gemacht. Man könnte fast meinen, Marc, du, man könnte fast meinen... Ah, geil, okay, das ist gar nicht so, ich dachte, das sind so einzelne Folgen, das ist so ein bisschen schon so mehr so zusammenhängend alles, ne? Das ist ein bisschen mehr wie so eine richtige Storyline. Schon geil gemacht, das ist wirklich wie so eine Serie. Schau bitte auch das nächste Video, das war so viel besser. Ja, gucken wir auch noch. Mein Marc hat es so gut gemacht, dass für dich da in dem Moment auch kein Ende mehr in Sicht war. Also ganz so war es ja nicht. Grundsätzlich war die Idee von Sascha, dass ich jedes Mal, wenn er von einem Zuschauer erkannt wird, einen kurzen trinken muss. Ich Trottel habe mich drauf eingelassen, weil ich dachte, den kennt eh keiner. Ja, habe ich ein bisschen unterschätzt. Aber das Gute ist, du bist ja jemand, du verträgst auch Alkohol. Du bist jetzt niemand, der morgens irgendwie es dann schwer hat mit dem Aufstehen. Kannst du mir noch was über Goethe erzählen? Im Zauberlehrling geht es darum, die Geister, die ich rief, wische, dass du diese sicher gieße, ne? Genau. Jedenfalls am Ende, also long story short, lass mal weiter saufen. Stark, stark. Aber geil, ist geil gemacht, ist geil gemacht, sehr gut umgesetzt. Zweites Land, zweiter Job. Wien. Marc Gebauer hat abgesagt. Okay, ich will mich nicht spoilern lassen. Geil, geil. Ey, geil, sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, wo das noch hingeht. Geil. Wir gucken die nächste Folge auf jeden Fall auch, ja.